Ja, hallo, hier ist Radio Rheinwelle 92,5, Björn Blahas Welt und Björn Blaha am Mikrofon. Dank dem René für die Ankündigung. Ja, heute habe ich was vor, was ich so ehrlich gesagt noch nie durchgeführt habe. Von daher hoffe ich, dass es funktioniert, denn ich habe ein Interview, aber das ist nicht live, sondern das ist aufgezeichnet. Und zwar der Jürgen Gertler. Der war schon zweimal hier, tatsächlich live, also leibhaftig anwesend im Studio. Und jetzt ist er es aber nicht gewesen, denn er ist in Uruguay, er ist nach Uruguay ausgewandert. Und ich dachte mir, das wäre mal eine tolle Gelegenheit, ihn mal zu fragen. Denn es ist jetzt über ein Jahr her, seit er nach Uruguay ausgewandert ist, nach Montevideo, um es ganz genau zu sagen. Das heißt, das ist alles aufgezeichnet und ich muss jetzt halt irgendwie gucken, dass ich die Musik da so einbaue. Deswegen, ich weiß auch nicht, ob ich es vielleicht auf zwei Sendungen aufteile. Das muss ich dann einfach mal sehen, wie wir vorankommen, denn wir haben uns lange unterhalten. Wir hätten noch lange uns weiter unterhalten können, über eine Stunde. Das ist ja für ein Interview, jetzt sage ich mal, dann doch eine ganze Menge, wenn man die Sendungszeit bedenkt, 2 Stunden, die ich habe. Und die Musik, die ich gefunden habe, er hat mir da jede Menge Tipps gegeben, weil Uruguay hat wirklich sehr, sehr gute Bands und überhaupt schöne Musik, die man spielen kann. Und deswegen versuche ich das heute irgendwie zusammenzubasteln. Ja, da es nach Uruguay geht, spiele ich zunächst die Nationalhymne von Uruguay. Viel Spaß. Ja, das war die Nationalhymne von Uruguay. Und jetzt starten wir noch, bevor das Interview losgeht, mit einem Titel. Denn er hat sich ja für eine ganz besondere Stadt ausgesucht oder entschieden, nämlich die Hauptstadt Montevideo. Und da gibt es quasi so eine Art, ja, wie so eine Art Liebeserklärung an die Stadt vom uruguayischen Künstler, Musiker Mauricio Ubal. Und seinem Album Colibri aus dem Jahr 1995 den Titel Una Canción a Montevideo. Con su voz marinera encantada viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas que va hundiéndose allí en la bahía. Vienen sueños, vienen pueblos con su voz de boliches y grillos, vienen soles de ropa tendida, ciudadelas de muros heridos preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a amar, este Montevideo. Viene a amar, este Montevideo. Vienen los sombreros llenos de tranvías, vienen los tambores llenos de vienen las sirenas, la radio prendida y en medio del temporal viene un tango en un estuche de malbón a llorar porque ha perdido una ciudad. Viene a amar, viene a amar a este Montevideo. Viene a amar, viene a amar a este Montevideo. Vienen navidades, gorriones antiguos, cantores de carnaval, esos techos de rambla infinita, esas voces con techos de nada, todo
mansa bahía, mar de fondo de nuestras palabras. Viene, duele, cae en la hondura de cada soledad. Viene a mar, viene a mar, viene a mar, a este monte. Ja, das war der Maurizio Ubal mit dem Titel Una Canción a Montevideo vom Album Colibri aus dem Jahr 1995. So, und jetzt geht's los. Das Interview beginnt mit nochmal der Ankündigung des Radiosenders. Von daher, das ging halt nicht anders. Aber hören wir mal rein. Viel Spaß mit dem Interview mit dem Jürgen Gettler. Ja, hallo, hier ist Radio Rheinwelle 92,5. Björn Blachers Welt und Björn Blacher am Mikrofon und heute mit einer Besonderheit. Wir haben quasi fast live einen Studiogast mit dabei. Zum dritten Mal ist er, jetzt hätte ich fast gesagt hier im Studio, aber es stimmt ja nicht so ganz. Aber er ist zum dritten Mal jetzt bei Radio Rheinwelle, bei meiner Radiosendung, und zwar der Jürgen Gettler. Hallo Jürgen. Hola Björn, hola Alemania, hola Radio Rheinwelle, como se llama acá la radio, hola de Rin, estoy muy feliz de ser invitado, vámonos. Danke ja. Björn für die Einladung. Ja, sehr gern, das ist ja sehr schön, weil du sitzt nicht hier in Deutschland, sondern in Uruguay und quasi wie bei der Tagesschau oder beim Heute-Journal zeichnen wir quasi das Interview auf und senden das dann eben am Abend, wenn dann eben die Nachricht kommen oder so. Und ja, du bist tatsächlich nach Uruguay ausgewandert, kann man das so sagen? Letztes Jahr war das ja, es ist jetzt ein Jahr ist es schon her, seit du in dem wohlverdienten Ruhestand, du bist also aus dem Polizeidienst in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und hattest dann den Plan für dich als Pensionär, den Plan geschmiedet, nach Uruguay zu wandern oder zu reisen, wie kann man sagen? Ja, das ist tatsächlich sehr diffus, weil eigentlich hatte ich gar keinen Plan gehabt zum damaligen Zeitpunkt. Im Juli letzten Jahres haben sich viele Sachen
zugespitzt oder sind zusammengekommen. Zum ersten, um das mal ein bisschen um den Bogen zu spannen, zum ersten musste ich aus meiner Wohnung raus. In dieser Wohnung war auch der gemeinsame Proberaum für die Band. Mit der Band gab es ein paar Schwierigkeiten, rein zeitlich beginnt, so dass ich im Juli letzten Jahres mit Stichpunkt zum 1.11. eigentlich aus der Wohnung raus musste und die Band auf der Kippe stand. Und dann habe ich hochgerechnet, suchst du dir jetzt nochmal eine neue Wohnung in Deutschland? Zum 1.12. oder zum 1.1. wirst du eh pensioniert. Und ursprünglich hatte ich den Plan, eigentlich erst in 4 Jahren mal nach Montevideo zu reisen als Fußballfundamentalist, weil für mich ist Montevideo, kommen wir vielleicht später dazu, die Hauptstadt des Fußballs. Ja, da sind während die letzten Kredite abbezahlt und dann wollte ich eigentlich ursprünglich in 4 Jahre hin. Nö, dann habe ich aber im Juli gesagt, jetzt holst du dir ein One-Way-Ticket nach Montevideo zum November schon, weil ich Resturlaub hatte und wie nannte sich das bei der Polizei, Langzeitüberstundenkontingente, und dann habe ich einen Sack gehauen und dann bin ich eigentlich ja nach Uruguay, nach Montevideo genauer gesagt, habe den Status als ja quasi als Einwanderer. Hast also die uruguayische Staatsbürgerschaft beantragt oder wie nennt sich das in USA? Wäre das ja so eine Green Card? Green Card? Ja, das geht hier relativ einfach. Ich hab schon einen sogenannten, eine Cédula, das ist der uruguayanische Personalausweis, über deren Nummer, ID-Nummer hier so ziemlich alles gefahren wird. Das ist sehr digitalisiert schon. Und der Status für alle, die nicht als Touristen hier in dieses Land einreisen, ist erstmal, bringst du Kohle mit oder anders gesagt, kannst du dich selbst ernähren. Und dann wäre es möglich, dass du nach 3 Jahren auch die uruguayanische Staatsbürgerschaft annehmen kannst. Also das ist aber ähnlich, wie das die Australier zum Beispiel aussehen, wenn du da nicht vorweisen kannst, dass du gesund bist, dass du Geld auf dem Konto hast, also quasi dem Staat nicht auf der Tasche liegst, später mal oder gleich schon von Anfang an. Da sind die also rigoros und lassen erst gar keinen rein. Das ist also ähnlich in Uruguay auch, ne? Also, oder wie ist so der uruguayanische Behördengang, ne? Den hast du ja, den kennst du ja mittlerweile nach einem Jahr ganz gut. Ja. Oder bist noch nicht ganz fertig vielleicht. Auch das. Was sie sehr gut können, ist Bürokratie. Also was ich unter deutscher Bürokratie kannte, wird hier nochmal getoppt, das Ganze. Man muss dazu sagen, das funktioniert, aber das funktioniert nochmal einen Schuss bürokratischer als in Deutschland. Und zurückkommend auf die Frage oder die quasi selbstgestellte Antwort, ja, es ist dann tatsächlich scheinbar wie in Australien, ich habe da zwar keine Ahnung, aber klar, die wollen natürlich Leute hier drin haben, ob als Pensionäre oder als Arbeiter, die entweder hier einen Job nachweisen können oder wenn du, wie ich, Rentner oder Pensionär bist, dann wollen sie natürlich vorher alles haben, notariell, doppelt beglaubigt, doppelt begutachtet, mit Fahrten zu einer extra Behörde und mit Schweinegeld und Aufwand verbunden, mit den letzten Einkommensnachweisen oder weil ich ja erst als zukünftiger Rentner hier rein bin, ich bin ja schon im November hier eingereist, aber de facto war ich eigentlich erst zum 1.1. Pensionär, dann wollten die natürlich wissen, ja, was kriegen sie denn da so an Pension und langt es überhaupt, um hier eine Wohnung zu mieten oder ein Zimmer und sich hier oder den Lebensunterhalt zu bestreiten. Also das wurde also penibel geprüft und dann bist du, oder bin ich immer noch in der Warteschlange, aber das sieht gut aus, weil man kann es ja so sagen, ein deutsches Beamtengehalt als Polizist ist auch nicht so schlecht. Das heißt, die Hürde ist schon mal genommen. Aber wie ist so der Lebensstandard von den Kosten, Lebenshaltungskosten vergleichbar mit Deutschland? Ist das ähnlich oder ist es billiger, dort zu leben?
Das hat mich tatsächlich überrascht im negativen Sinne. Also ich fahre noch mal ein bisschen zurück. Ich habe ja im Juli mir erst dieses One-Way-Ticket gekauft und dann habe ich gedacht, was brauchst du denn da jetzt alles? Oder was kostet denn das Ganze? Kriegst du da überhaupt eine Wohnung oder ein Zimmer? Ich habe so ein Einzimmer-Apartment. Und dann war ich erst mal überrascht, dass die Mieten vergleichbar sind wie bei uns im Rhein-Main-Gebiet. Die Lebenshaltungskosten sind vergleichbar wie im Rhein-Main-Gebiet. Wenn du essen gehst oder Lebensmittel holst, sind die im Schnitt sogar ein bisschen teurer. Okay. Was günstiger ist, sind Strom, Internet, also Telekommunikation, Busfahren ist günstig und Taxi, aber du kannst eigentlich in Deutschland geblieben wäre, hätte ich die gleichen Kosten. Man lebt hier nicht wie Made im Speck, sondern es ist, sagen wir so, es ist wie im Rhein-Main-Gebiet. Das ist aber halt, weil das Montevideo ist. Also wäre es außerhalb von Montevideo günstiger oder ist das egal? Ja, ist ein bisschen günstiger, aber die haben sehr hohe Lebenshaltungskosten. Und mich wundert das, wie die Einheimischen das hier schaffen, die eben nicht über die guten Gehälter verfügen. Also, ich habe ja diese Videos von dir gesehen. Ne? Also da ist es ja schon so, dass jeder da irgendwo Jobs hat. Ne? Und wenn es nur quasi wie Tagelöhner arbeiten oder kleine Gelegenheitsjobs sind, was weiß ich, irgendwo jemandem einen Koffer hintragen oder sag ich mal sowas wahrscheinlich, nehme ich an, ne? Oder jeder hat irgendwo so ein kleines Geschäftchen, um halt über die Runden zu kommen, ne? Also als Rentner, als uruguayischer Rentner mit einem uruguayischen monatliche Rente, die ist wohl kaum so hoch als die du bekommst, nehme ich mal an. Ich habe mal nachgeprüft, so ein Ingenieursgehalt, die sind so bei 1500 Euro netto, um mal zu sehen, wie wenig das ist. Und deswegen brauchen die oft einen Zweitjob. Ja, oder ich kenne hier einen, der ist Lehrer an der Schule, auch vergleichbar so, zwischen 12 und 1300 netto. Und der fährt noch ab und zu so einen etwas begüterten, der hier so eine Rinderzucht hat, öfters durchs Land, wenn es da mal geregnet hat. Und dann wollen die gucken, welche Auswirkungen hat das im Land. Und dann fährt er denn da quasi wie so ein Chauffeur da rum, um sich nebenbei was zu verdienen. Ich vermute auch, hier gibt es viele Wochenmärkte, nicht vergleichbar mit unseren Flohmärkten, aber von der Größe und von der Länge ist das hier. Viele bauen dann halt ihren Stand auf und verticken da irgendwas. Die andere Vermutung ist, was ich so nach ein bisschen mitbekommen habe, ist allerdings, dass die oft noch sehr lange in größeren Familienverbänden zusammen wohnen, um da eben Mietkosten zu sparen. Also sagen wir mal so, Jugendliche oder jüngere Erwachsene, die wohnen halt noch sehr lange bei Papa und Mama, bis sie vielleicht eine Beziehung eingehen oder Nachwuchs erwarten, und dann wird mal geguckt, ob es auch möglich ist, sich eine eigene Wohnung leisten zu können. Ja, ja. Die sind aber zufrieden, ja, also weil der Standard für Lateinamerika gesehen ist hoch. Deswegen kommen viel aus Venezuela, aus Peru, die hier versuchen noch als Tagelöhner unterzukommen, weil für die ist wiederum Uruguay das Maß der Dinge. Alter. Okay. Also in den südamerikanischen Ländern ist Uruguay mit noch am stabilsten, auch von der Regierung. Auch in Südamerika meistens so, oder auch in Mittelamerika war das ja lange Zeit so, dass die Regierungen sich da abgewechselt haben, quasi jede Woche mal wieder eine neue, ne? Oder halt Militärdiktaturen, Nicaragua, Chile, wie sie alle heißen, ne? wo halt Diktaturen herrschten, also keine Freiheit herrschte, keine Demokratie, wie wir uns das hier vorstellen. Und wie ist das in Uruguay? Uruguay hat auch eine Diktatur gehabt zwischen 72 und 86, aber auch, ist ein bisschen komisch, die damals der Präsident, so eher so aus dem konservativen Lager, der hat sich quasi so selbst geputscht und danach hat das Militär erst gesagt, jetzt übernehmen wir immer das Ruder, bevor hier alles aus denselbigen läuft. Und genauso wurde auch quasi durch eine Volksabstimmung die Diktatur wieder abgeschafft, aber sie hatten schon ein hartes Regime, also sprich eine Diktatur zwischen 72 und 76, viele Verschwundete, viele, die da gestorben sind, und das rührt hier immer noch so ein bisschen. Sie hatten danach so ein Amnestiegesetz
Amnestie heißt nicht Amnestie, ist was anderes, aber das hatten vielleicht auch einige im Verhältnis zur Diktatur. Ein Amnestiegesetz, damit in einem Aufwand quasi nicht mehr in dieser dunklen Vergangenheit gerührt wird. Aber kurzum nochmal, ansonsten ist das, hat schon sehr früh Vorzeigedemokratien gehabt, hat die letzten 15 Jahre eine linksliberale Regierung gehabt, die übrigens, die heißt Frente Amplio, das ist ein Zusammenschluss von Kommunisten bis Sozialdemokraten, das wird dann alles geballt und heißt Breite Front, Frente Amplio, und die haben dann auch über 15 Jahre sowohl in Montevideo als auch im Land die erste linke Regierung gebildet, die hat scheinbar wunderbar funktioniert, auch wirtschaftlich, weil die Zahlen gingen voran. Jetzt seit März ist wieder eine konservativ-liberale, bis teilen rechte Regierung dran, die aber bislang nur Corona-Arbeiten zu leisten hatte. Vielleicht nochmal ergänzend zu Frente Amplio. In Deutschland war bestimmt den ein oder anderen bekannt, Pepe Mujica. Das war ein ehemaliger, so wie bei uns ein RAF-Terrorist. Hier gab es die Tupamaros, das war so die erste Stadtguerilla. Der wurde 15 Jahre in Einzelhaft gehalten, war dicht am Wahnsinn. Der wurde später Präsident von Uruguay, gehört zu Frente Amplio. Und ihm standen 12.000 US-Dollar, das ist hier so die Begleitwährung nebenher, vieles wird in Dollar gerechnet, 12.000 US-Dollar Präsidentengehalt zur Verfügung, hat gesagt, nö, mir langen 1.200, den Rest hat er gemeinnützigen Organisationen gespendet und er ist auch nicht im Präsidentenpalast eingezogen, sondern blieb zu Hause. Der ist ursprünglich Gärtner in seiner, ja, ich würde schon fast sagen, schäbigen Hütte da wohnen und hat auch bisweilen dort Gäste empfangen. Also meine Einschätzung ist, demokratiemäßig läuft das hier alles weiter voran als in anderen lateinamerikanischen Ländern, die ich allerdings auch nur aus den Medien kenne. Keine eigene Erfahrung. Okay, aber immerhin, ich meine, du kennst dich ja sehr, sehr gut über Uruguay aus. Warum war es ausgerechnet Uruguay? War es nur der Fußball, der dich dorthin geführt hat, oder war es das Land als solches? Ist ja nicht besonders groß, ne? Ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat Uruguay. Montevideo wollte ich schon sagen. Also klar, die Hauptstadt. Aber wie viele Einwohner hat Uruguay insgesamt? Uruguay hat 3 Millionen Einwohner, ist von der Fläche her sowas Schweiz oder Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Aber die Hälfte lebt tatsächlich in Montevideo und du hast ansonsten nur noch so ein paar Städte, zweitgrößte, glaube ich, so um die 100.000, ansonsten so kleinere. Und das Land ist halt flach wie Holland, lebt fast nur von der Rinderzucht oder auf diesen flachen ländlichen Ebenen weiden da halt biomäßig ohne Zusatz von irgendwelchen Stoffen diese Rinder, die sie dann irgendwann wieder einfangen und eintreiben und dann dementsprechend auf dem weltweiten Fleischmarkt verticken. Das ist eigentlich so der Hauptumsatz oder was viel zum Bruttosozialprodukt beiträgt. Also kurz gesagt, viel, sehr flach, sehr viel Fläche unbewohnt, im Norden noch ein paar Städte, punktuell in der Mitte und alles andere ballt sich in Montevideo. Ja, warum hierher? Meine CO2-Bilanz als Urlauber war, glaube ich, über Jahrzehnte sehr positiv. Der Gettler ist nie viel in Urlaub geflogen, er war nur mal mit den Fußballern auf Mallorca, ansonsten mit seiner Frau mal eine Woche in Schottland, mit der Familie mal eine Woche im Odenwald oder in Bayern. Also das Land hat mich nicht gezogen, sondern es war tatsächlich der Fußball. Ich habe mich, das war dann eigentlich erst, als ich auch hier das Fußballmuseum besucht, als ich Fußballer, als kleiner Bub anfing, war ich Torhüter. Und da hatte ich zwei Vorbilder zum damaligen Zeitpunkt. Das war Lev Yashin in Russland oder in Sowjetunion und Ladislav Mazurkiewicz aus Uruguay. Das waren damals die weltbesten Torhüter, die ich allerdings auch nur aus der Zeitung kannte oder von Erzählungen. Ja, es war nicht so wie heute, dass da hier jedes Spiel übertragen wurde. Und da war halt das große Vorbild Ladislav Mazurkiewicz. Ich konnte den damals schon nicht aussprechen, weil ich wusste, der muss gut gewesen sein. Und im Fußballmuseum bin ich dann auf eine große Erinnerungstafel an ihn geschrieben. Ach stimmt, ja, sagte ich mir da. Ja, den hast du mal als Bub gut gefunden. Aber ansonsten bin ich eigentlich da wegen der Fußballszene an sich. Sehr interessant ist ja, dass die erste Fußball-WM
1930 in Uruguay ausgetragen wurde. Natürlich mit lächerlich wenigen Teilnehmern, wenn man sich überlegt, was die FIFA da heute aus der WM und der EM macht mit Tausenden von Teilnehmern, jetzt sogar Katar, mal eben in der Gruppenphase der europäischen, der Europameisterschaft. Sehr witzlos, also richtig lächerlich schon fast. Das ja, wie viele Mannschaften waren das? 16 Teams, glaube ich? Oder 13 Mannschaften. 13 Mannschaften, aber gut, dass du das ansprichst. Das war ja 1930. A, warum hat Uruguay überhaupt die WM bekommen? Genau, das wäre das übrigens, nächste. Übrigens erst ein Jahr vorher. Also 1929 haben die erst gesagt, okay, ihr dürft die WM ausrichten. Warum, sage ich gleich nochmal. A, aus wirtschaftlichen Gründen, weil in Europa waren damals noch die Nachfolgen der Weltwirtschaftskrise. Vielen Ländern ging es nicht so gut. Und Uruguay hat man damals die Schweiz Südamerikas genannt. Sehr stabil, damals schon sehr stabil in der Demokratie und sehr stabil in der Wirtschaft. Die hatten also ein hohes Bruttosozialprodukt und waren zur damaligen Zeitpunkt also auch wirtschaftlich sehr, sehr oder ökonomisch sehr stark. Und dann haben sie 1929 den Zuschlag bekommen und haben auch gesagt, wir übernehmen alle Reisekosten für alle europäischen Mannschaften, die mitmachen wollten. Jetzt war das halt damals so, nicht, dass du dich in den Flieger setzt und in 14 Stunden hier bist, da warst du halt 3-4 Wochen mit dem Schiff unterwegs. Und deswegen haben nur 4 europäische Mannschaften teilgenommen, das auf sich genommen, die dann hier auch ganz überrascht waren. Hier ist dann ja Winter gewesen, als im Juli sie hergeschippert sind und hatten auch dementsprechend nur kurzärmliche Kleidung dabei. Und im Winter in Uruguay oder in Montevideo bedeutet, da hast du auch schon mal leicht Schneetreiben oder um die 0 Grad, das ist zwar sehr selten. Das waren aber damals die Verhältnisse. Also es gab damals einen Rekordwinter mit vielen Minustemperaturen oder niedrigen Temperaturen. Und sie haben es aber trotzdem geschafft, ein riesiges Stadion von damals 100.000 Zuschauern in einem Jahr hochzuziehen. Also die Leute hätte ich mir beim Berliner Flughafen gewünscht. Und das war zum damaligen Zeitpunkt das größte Stadion der Welt. Und dort sollten ursprünglich alle Spiele stattfinden. Sie sind allerdings erst eine Woche später als der offizielle Starttermin der WM fertig geworden, sodass es mittlerweile in ein paar anderen Stadien, da gibt es genug in Montevideo um die Ecke, ein paar Gruppenspiele ausgetragen wurden. Okay. Ja, also wirtschaftlich war der Grund. Wirtschaftlich war der eine Grund und der andere war, Uruguay war damals mit Argentinien oder eigentlich, wenn ich von Uruguay spreche, hat sich alles fußballtechnisch in Montevideo abgespielt und in Argentinien hat sich alles in Buenos Aires abgespielt, so wie das fast jetzt immer noch ist. Und die waren damals die Weltfußballmächte. 24 und 28 hat Uruguay zweimal Olympiasieger im Fußball gemacht und die damaligen olympischen Fußballturniere wurden von der FIFA veranstaltet innerhalb der Olympiade, sodass die nachträglich auch als offizielle für die Urus zumindest als offizielle Fußball-Weltmeisterschaften geführt wurden. Das hat aber die FIFA erst 1950 rückwirkend gesagt. Dann gesagt, okay, 24 und 28 zählen wir für euch noch als Fußball-Weltmeisterschaften und dementsprechend ist Uruguay dann viermal Weltmeister. Ja, 24, 28, 30 und 50. Und deswegen haben sie 4 Sterne auch auf über ihren Wappen. Andere sagen, ja, die olympischen Fußballturniere darfst du nicht zählen, aber sie zählen die hier voller Stolz mit und waren damals die Besten mit Argentinien zusammen. Ja, jetzt unterbreche ich mal gerade ein bisschen mit Musik. Geht's gleich weiter mit dem Jürgen Gertler. Ich habe aufgrund von Vorschlägen von ihm da diverse Künstler ja mit auf den Weg bekommen und einer zum Beispiel, der auch Musik gemacht hat, ja über die Diktatur, das war der Chaim Roos. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und ein Titel ist davon Cometa della Farola. Hier ist der Chaim Roos und zwar übrigens von seinem Album Candombe del 31. Oh je, mein Spanisch ist leider lange her. Ich habe zwar mal ein Semester hatte ich mal Spanisch, aber ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, was 31 heißt, so schnell jedenfalls nicht. Das Album übrigens aus dem Jahr 1977. Viel Spaß mit Chaim Roos. Dale que sopla torcido,
no se te vaya a caer. Qué cosa y qué pinta y qué linda que está, que tira y qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás, cañas ligeras que sabe volar. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, ponme tal de la farola, niña del parque Rubón. Qué cosa y qué pinta y qué linda que está, que tira y qué lindo que va. Flor retobada en el viento del sur, violeta pintada en algún nubarrón. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira y trepa y por la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y por la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Bombo y platillo campeón. Qué cosa que pinta y qué linda que está, que tira y qué lindo que va. Juguete coleando y es mi corazón, la viola sonando y cantando otro gol. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y trepa y con la cometa se prende amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ja, ich habe mich leider in dem Titel geirrt. Es war leider der falsche, aber ich wollte ihn jetzt nicht mehr abbrechen. Deswegen der Titel, der sich mit dem eben ja diesen mit der Diktatur beschäftigt, ist aber von Chaim Roos und das ist der Titel Calle Duras No. Deswegen den spiele ich jetzt auch noch. Vorher aber das war auf jeden Fall der Titel Cometa della Farola vom Album Candombe del 31 aus dem Jahr 1977 vom Chaim Roos und wie gesagt jetzt nochmal von ihm Calle Duras No. Nace a la intemperie del 1100, palmeras al viento, abiertas las olas, marrones y blancas. De la playa chica que muere en el gas, la calle Durazno muere sin saberlo. Cuando se ilumina toda de lila, el pueblo dice.
siempre a la hora más lenta. La siesta obligada del jacarandá. La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. El mismo taconeo absorto, los giros del paseo corto de la calle Convención. La vida tironeando el cobre, la tienda del judío pobre de la calle Convención. Botijas de la doña suelta, de las rodillas bien mugrientas, por la calle Convención. Convención, Convención. La calle Durazno atraviesa los barrios, de chata figura, de amarga dulzura, Sosur y Palermo, rivales y hermanos. Que cruza Durazno, camino del mar. Candombe morriba tucada, paseándose por la bajada de la calle Convención. Canilla suena el plata diario, paquete bajo el brazo largo, por la calle Convención. Los lentes de los relojeros, los ojos de los balanceros, de la calle Convención. Y un día te veré contento, el día que te lleve el viento, de Durazno y Convención. Convención, Convención, Convención. Ja, das war der Chaim Roos mit Calle Durazno. Dann habe ich jetzt noch einen Titel mitgebracht, und zwar der Jorge Drexler. Ich glaube, wenn ich Jürgen Gettler richtig in Erinnerung habe, hat der deutsche Vorfahren sogar, der Jorge. Er hat hier, oder ich spiele hier den Titel La Luna de Espejos. Das heißt übersetzt der Mond, der Spiegel. Mit meinem schlechten Spanisch. Und das Album ist Vai Ven aus dem Jahre 1996. Hier ist Jorge Drexler. Mabel dejó el bolso con unas amigas y salió a bailar. Las luces violetas la protegían, mintió. La edad cruzando la pista vacía y lo abrazó. Sonaban las lentas, lo permitían, y la música siguió y la pista se llenó.
miraba conversando con él. Se habían visto alguna vez un baile en el club de Salinas. Los comentarios de rigor y la mano en la espalda la sostenía un mostrador de mesas de salón de clase. La multitud, la luna de espejos giraba en el aire y la música ayudó, vio la pista oscurecer. Su cuerpo recostándose en él, Mabel dudó, pero no movió la mejilla y besó también, fingiendo saber mientras aprendía. Y la música cambió y la pista despertándose. Y aquel perfume nuevo en la piel. Ja, sehr schöne Nummer vom Jorge Drexler, oder ich weiß nicht, der Spanier würde Drexler ja aussprechen, glaube ich, weil Drexler ist ja ein X dazwischen und das X wird ja wie ein Tsch gesprochen. Egal, also Jorge Drexler oder Drexler mit La Luna de Espejos von seinem Album Vai Ven aus dem Jahr 1996. Ja, und jetzt schalte ich quasi wieder fast live zurück zum Interview mit Jürgen Gettler. Und wir waren stehen geblieben bei der WM 1930. Wenn ich das noch recht erinnere, als du mal bei mir in der Sendung warst, hast du mal irgendwas dazu gesagt, dass viele Briten in Uruguay Fußball gespielt haben. Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Also kommt das quasi, dieser Fußball, der aus Großbritannien oder England besser gesagt nach Uruguay? Oder habe ich mich da verhört? Wie kam das? Wie kam diese Fußballbegeisterung nach Uruguay? Ja, es ist tatsächlich sowohl hier als auch in Buenos Aires, was Luftlinie ungefähr 150, 200 Kilometer weg ist, waren das ursprünglich englische Arbeiter, die hier die Eisenbahnverbindungen gebaut haben, sowohl in Argentinien als auch hier. Und überall, wo diese gelandet sind oder wo die eine neue Station hingebaut hatten, haben sie auch englische Arbeiter dann quasi einen Fußballverein gegründet, der dann nach und nach immer mehr von Einheimischen übernommen wurde. Aber in der Anfangsphase war das tatsächlich so. Deswegen haben viele Vereine hier immer noch englische Namen. Da gibt es Boston River oder River Plate Montevideo oder Liverpool. Bis der erste tatsächlich nur von Einheimischen, sogenannten Kreolen geführte Verein, sich National Montevideo genannt hat. Und so war das historisch. Das war ja in Deutschland in der Anfangsphase ein bisschen anders. Die Deutschen hatten ja damals in der Kaiserzeit immer so ein bisschen Konflikte mit Engländern. Deswegen hast du auch wenig bis gar keine englischen Fußballnamen in Deutschland. Ja, die nannten sich im Gegenteil immer dann Preußen Münster oder Borussia, was nichts anderes wie Preußen heißt, Borussia Dortmund. Da hat sich keiner getraut, einen englischen Vereinsnamen zu nehmen. Der wurde auch, glaube ich, gar nicht gestattet, obwohl auch das Spiel ja von England importiert wurde. Ja, wie viele Fußballclubs gibt es in Montevideo und hast du es schon geschafft, in dem Jahr jetzt ein paar zumindest dir anzuschauen, die Stadien anzugucken? Wenn ich das recht erinnere, hast du mir gesagt, dass sie quasi ein Stadion nach dem anderen da steht. Wobei Stadion, da, wie kann man sich das vorstellen? Wie viel groß ist dann so ein Stadion? Ja, sie haben das Zentralstadion, Centenario, das haben sie mittlerweile rückgebaut auf 70.000 Zuschauer. Da finden überwiegend Länderspiele ab oder die Begegnung der beiden großen Parteien, sage ich, der großen Clubs, Nacional und Peñarol. Vergleichbar haben die einen Status wie Bayern München. Ja, die haben beide über 50.000 Mitglieder und die spalten sowohl das Land wie die Stadt. 90% aller Montevideaner oder Urus sind entweder für Peñarol oder für Nacional und die restlichen 10% teilen sich eben andere Profivereine wie
mein neuer Liebling, Defensor Sporting. Ja, zum Beispiel, hier gibt's in Montevideo, also musst du dir vorstellen, auf 15 Quadratmeter Fläche hast du 22 Profivereine in der ersten und zweiten Liga. Und wenn der Gettler mit seinem Defensor Sporting ein Auswärtsspiel hat bei River Plate, dann fährt er mit dem Bus entweder 15 Minuten dahin oder dackelt da 5 Kilometer zu Fuß hin. Oder ich gehe 2 Kilometer zum Zentralstadion und sehe mir den sogenannten Clásico zwischen Nacional und Peñarol ein. Also auf 15 Quadratkilometer hast du hier 22 Stadien, die von der Qualität nur Nacional und das von Peñarol, die sind auch von der Qualität sehr gut. Das Länderspielstadion war ja so mittlere Qualität. Der Rest ist so ein bisschen einzuteilen zwischen Alten Bruchweg und Britta Arena. Okay, das heißt, du bist tatsächlich bei Defensor im Verein und du spielst da auch? Ja, ich bin in den Verein eigentlich aus zwei Gründen eingetreten. Das erste, als Vereinsmitglied kommst du umsonst bei den Heimspielen rein und bei Auswärtsspielen zahlst du, auch die Eintrittskarten beim Fußball sind günstig, muss ich sagen, zahlst du 200 Pesos, vergleichbar jetzt 4 Euro oder 4,50 Euro. Also selbst Auswärtsfans zahlen beim Gegner weniger, wenn sie Mitglied ihres Vereins sind. Die Mitgliedschaft an sich ist monatlich sehr hoch mit 50 Euro, habe ich mir anfangs gedacht. Aber in der Mitgliedschaft von Defensor, was bei mir hier so drei Blöcke weiter ist, ist ein riesiges Hauptquartier, da ist ein Schwimmbad drin, da ist eine Gymnastikhalle drin, da sind Basketballanlagen noch und nöcher. Und sie bieten von montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr Sport oder Gymnastik an, durch lizenzierte Trainer. Also da hast du eine riesen Möglichkeit, musst nicht extra in eine Muckibude einen Beitrag zu zahlen, sondern kannst dahin gehen. Das alles ging gut, bis Corona kam. Dann haben sie, wie jetzt auch wieder, diese ganzen Angebote halt stornieren müssen. Ja, ich wollte gerade sagen, aber da kommen wir zu Corona, kommen wir denn jetzt auch gleich. Also wie unterscheidet sich das Leben in Uruguay zu dem hier in Deutschland? Sind die Menschen wirklich entspannter? Ist es nicht nur einfach so zur Schau getragene Gelassenheit, sondern sind die wirklich einfach viel entspannter als hier in Deutschland? Bist du also auch mit Menschen in Kontakt gekommen? Hast du da Bekanntschaften, Freundschaften schon schließen können? Ja, also zum ersten Mal, das ist meine Warnung, sie sind wirklich hier sehr, sehr tranquilo. Wirklich sehr, sehr entspannt. Nur bei zwei Sachen nicht. Nicht beim Fußball, da flippen sie aus, auch negativ. Da ist ihre Freundlichkeit, die sie sonst haben, plötzlich weg. Da werden andere gröbst beleidigt unter der Gürtellinie und bis hin zu Verwandtschaftsverhältnissen und so weiter und so fort. Sie rasten völlig aus bei ihrer Trommelmusik in und um Karneval, der für mich total eintönig rüberkommt, wenn du da so 2-3 Stunden zwar von mehreren Musikgruppen, aber immer dieselben Rhythmen hörst. Aber das hat auch einen historischen Hintergrund. Wenn Zeit ist, kann ich dazu vielleicht auch nochmal was sagen. Kurzum, die sind wirklich entspannt, aber auch nach allem, was ich so mitbekomme, sind die auch eine Ausnahme irgendwie in Südamerika. Also ich habe da immer so gagmäßig gesagt, so wie wir uns immer die Norddeutschen vorstellen, so ruhig und gelassen, nicht so hektisch wie wir im Rhein-Main-Gebiet oder uns was so ähnlich scheint, dass die Uruguayaner sind scheinbar die Norddeutschen Südamerikas. Aha, okay. Das heißt, du bereust den Schritt nicht, nach Uruguay ausgewandert zu sein oder dort jetzt erstmal zu leben? Ja, weil ich kam ja eigentlich auch ohne Stress hierher. Damit meinte ich, ich kam als Pensionär her, ich wusste, jeden Monat kriegst du dein Geld. Und es war nicht so, dass ich auch hier mir zwingend einen Job suchen musste, wie vielleicht ein anderer Auswanderer, der hier natürlich dringend eine Arbeit braucht um sein Leben. Also kurzum, ich hab dann auch überlegt, ja, wenn mir das alles nicht gefällt, bin ich vielleicht auch im halben Jahr wieder zurück. Aber ich habe das bisher gar nicht bereut. Das Einzige, was ich halt bereue, sind die Einschränkungen mit Corona. Und du sprachst an, hast du Leute kennengelernt. Das war ja auch meine Intention, zu Sporting zu gehen, zu Defensor. Dreimal die Woche wurde abends immer so auf dem Kleinfeld gekickt mit einer Altersklasse, die mir entspricht. Und das habe ich zweimal mitmachen können.
weil ich auch die Hoffnung verbunden hatte, ja, da kannst du ein bisschen mehr Spanisch lernen, lernst ein paar mehr Leute kennen. Aber das ging dann alles nach 2 Wochen. Mit Mitte März ging das dann dementsprechend nicht mehr. Also meine persönlichen Kontakte beschränken sich auf Skype oder eben mit einer Tapaboca, Mund-Nasen-Schutz bewaffnet, laufe ich da durch die Gegend, wie alle anderen auch, und sehe weder Mimik noch eine klare Sprache von anderen und Distanzregelungen. Also all das ist nicht gerade förderlich, wenn du hier in Kontakt kommen möchtest. Hat von Januar, sagen wir mal so, oder von Dezember bis März wunderbar funktioniert, aber dann ging nichts mehr. Ja, also bei uns ist ja auch seit heute wieder der 2. Lockdown in Deutschland, seit Mittwoch. Und also seit 16. Dezember ist der Lockdown der 2. Wie ist es in Uruguay? Ist da auch wieder Lockdown? Kann man sich das so vorstellen wie bei uns? Alle Geschäfte zu, nichts geht mehr quasi. Wie ist die Situation jetzt in Uruguay? Und auch die Fallzahlen. Also das wird ja hier quasi täglich Bericht erstattet. Zuerst mal zu den Fallzahlen. Auch hier sind sie im südamerikanischen Verhältnis ganz weit, im positiven Sinne ganz weit vorne. Im Verhältnis auf die Einwohnerzahl haben sie jetzt seit März 90 Corona-Tote auf 3 Millionen. Du kriegst auch alles jeden Tag gemeldet. Ich habe auch hier so eine App, aber die Zahlen werden jeden Tag auch im Fernsehen in den Nachrichten gezeigt. Im März genauso wie jetzt, wo es wieder ein bisschen mehr, auch so die Handbremse anziehen. Es gab eigentlich größtenteils nur Vorschläge oder Ratschläge der Regierung. Und die ersten Ratschläge waren, die auch dann der Gärtner befolgt hat, weil er ja in der Altersklasse Ü60 ist, die hießen, sowohl mit vielen Videos, mit vielen Spots im Fernsehen oder sonst wie parallel gezeigt, ihr Alten bleibt am besten mal daheim. So war das zum März. Geht einmal nur die Woche einkaufen und dafür wurden bei allen Supermärkten, bei allen Geschäften extra Kassen eingerichtet, in denen die Opis und Omis zuvörderst behandelt wurden, immer von 8 bis 10 Uhr. Das heißt also, hier hat nichts zugemacht. Das Einzige, was zugemacht haben, waren sehr früh Schulen, haben sie dicht gemacht. Diese Gymnastik oder Sport, wie Defensor halt, wo Sportangebote stattgefunden haben. Was war noch? Sie haben viel auf Heimarbeit umgestellt. Ja, und öffentliche Arbeiten an Gebäude, die wurden eingestellt. Das wurde allerdings dann schon wieder zu August so gelockert, dass die Wirtschaft nahezu wieder wie früher lief. Und jetzt sind die Zahlen auch wieder ein bisschen hochgegangen, Stichwort 2. Welle. Und jetzt kommen wieder härtere Beschränkungen, die Regierung machen kann, weil sie sagt, ah ja, alle öffentlichen Museen machen wir halt dicht. Also alles, was die Regierung staatlich unter Kontrolle hat, da macht sie ihre Maßnahmen und alles andere sind eigentlich nur Empfehlungen. Oder eben wie hier zum Fußball oder Basketball, hier gibt es auch 20 Profivereine mit Basketball, das ist auch sehr populär. Dort haben sie alle Angebote erstmal gecancelt, haben gesagt, nee, alles was halt in den Hallen ist und sie planen gerade Stichwort Basketball, weil es hier auch so 2-3 Möglichkeiten gibt. Ja, dann spielt halt, hier ist gerade das Final vorher normalerweise, dann spielt das im Freien. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass die das machen. Ja, jetzt will ich gerade mal unterbrechen, weil der Jürgen Gettler hat zusammen mit dem Frank Wallmüller einen Titel aufgenommen, der Walli, aus alten Bumtschaks-Zeiten, und zwar den Titel Quarantäna. Den möchte ich auf jeden Fall mal spielen. Hören wir uns mal an, Frank Wallmüller mit dem Jürgen Gettler. Donde crece la cerveza, yo soy el hombre alemán. Y por la noche video, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Cuarentena,
estean cuarentena, cuarentena, estoy en cuarentena, con los pobres de acá, quiero yo mi suerte hecha, con los pobres de acá, quiero yo mi suerte hecha. Y el río de la plata me agrada más que el mar. Cuarentena, estoy en cuarentena. Cuarentena, estoy en cuarentena. Yo soy un hombre alemán, ¿de dónde crece la cerveza? Soy un hombre de Alemania, vivo la noche video, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Cuarentena, estoy en cuarentena. 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 Ja, Cuarentena, also Quarantäne. Jürgen Gettler hat sich quasi selbst in Quarantäne gesteckt. Ich bin in Quarantäne, hieß Estoy a Quarantena. Mit dem Frank Wallmüller zusammen hat er das aufgenommen. Witziger Titel, heißt ja Guantanamera, ursprünglich ein Klassiker. Und von daher hat das ganz gut gepasst, auch auf die Situation. Und deswegen habe ich das mal eben schnell ins Interview eingeworfen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich fange leider wahrscheinlich gleich ein bisschen abgehackt an, aber das war nicht anders zu machen. Deswegen, jetzt geht's weiter mit dem Interview. Jetzt auch so? Im Moment sind wenig Leute auf der Straße, am Strand oder? Also im März war das tatsächlich so. Da hast du dann gar nichts gesehen, da war das tatsächlich. Ich bin da ab und zu mal runter oder ich wohne hier im 11. Stock, da sehe ich ja immer, was sich da an den Ramblas, an der Hauptstraße am Strand tut. Oder eben, was sich da auf diesem Wochenmarkt getan hat. Da haben die freiwillig sehr, sehr verzichtet, die Montevideaner. Ich nehme an, im übrigen Uruguay auch. Sie haben nur ein Problem mit 2-3 Grenzstädten zu Brasilien, die quasi wie so Zwillingsstädte sind, vergleichbar wie Mainz-Wiesbaden. Da gibt es keine feste Grenze und von Brasilien wurden viele Covid-Fälle reingeschleppt, dass sie dort jetzt vermehrt kontrollieren mit Soldaten, mit Polizei, weil da viel auch Lebensmittelverkehr von Brasilien nach Uruguay und in die andere Richtung stattfindet. Also überall, wo die Regierung die Daumenschrauben anlegen kann, weil das eben staatliche Behörden sind oder staatliche Einrichtungen, dann hat sie das jetzt wieder ein bisschen angezogen. Alles andere sind nur Empfehlungen. Oder um es kurz zu sagen, am Wochenende war ich unten am Strand. Das sieht eigentlich aus wie vor Corona. Zwar halten alle mehr Abstand und ungefähr die Hälfte hat auch beim Sport diese Masken an, aber ansonsten, wer da am Strand liegt, da hast du zwar viel Platz, nicht vergleichbar wie vielleicht in Mallorca, dass da alles dicht an dicht liegt wie die Ölsardinen in der Büchse. Also sie versuchen Abstand zu halten, aber ich merke schon, die Regierung hat erkannt, da wird ein bisschen geschludert und jetzt kommen tatsächlich wieder vermehrt wohlgemeinte Spots, die darauf hinweisen, Leute, denkt dran. Und einer, den fand ich auch psychologisch sehr gut gemacht. Da wurden nämlich Beispiele aus März gezeigt, wo alles dicht war, wo alles leer war, mit so einer düsteren Musik. Die Kinder, die alle ihren
zur Einschulung alle einen Laptop bekommen. Deswegen hat hier der Unterricht wunderbar weiter funktioniert. Also wunderbar im Sinne von technisch. Das war alles gar kein Problem, weil jedes Kind über einen Laptop verfügt. Sie haben aber gezeigt auch, ja, wo die Probleme sind, zu dicht auf den Haufen. Und dann Stichwort zu Ende. Vergessen wir diese Bilder nicht. Es fehlt nur noch wenig. Erhaltet durch, so sinngemäß, jetzt hoffen wir auf einen Impfstoff oder wenn wir jetzt alle uns vielleicht noch 2-3 Monate oder ein halbes Jahr am Riemen reißen, dann ist das Ding auch vorbei. Dann gehören diese Bilder der Vergangenheit. Ja. Wie gut kennst du dich, was jetzt so die, also du kennst dich mit der Fußballszene natürlich bestens aus, in Montevideo. Kommst du sprachlich gut zurecht mit Spanischen und wie steht's mit der Musikszene? Also du hast mir ja ein paar Tipps gegeben. Ist die uruguayische Musikszene groß? Wird die beachtet, sag ich mal, in Südamerika? Oder ist es eher so eigenbrötlerisch? Oder gibt's da durchaus Bands, die es international auch geschafft haben? Oder Künstler, Interpreten? Ja, zuerst und zum Teil eins deiner Frage. Ja, mit der Sprache. Ich bin zu Beginn, als ich kam, noch mal anderthalb Wochen in so eine Sprachschule gegangen, jeweils mit 2 Stunden. Und dann hatte ich eben die Hoffnung, dass durch persönliche Kontakte eben im Sportverein oder im Stadion, dass ich das nach und nach verbessere. Das hakt natürlich sehr. Das Einzige, mit dem ich mich großartig länger unterhalte, ist unten der Pförtner. Hier ist in fast jedem Haus ist unten immer so ein Pförtner, der den Ein- und Ausgang kontrolliert. Mit dem unterhalte ich mich dann über Fußball oder sonst was. Aber da ist es tatsächlich schwierig, mich zu verbessern, weil du eben auch, wie ich schon mal gesagt habe, du siehst ja auch die Mimik nicht und du weißt und durch diese Schutzmaske ist das manchmal so genuschelt oder so gedämpft. Also ist es, sagen wir mal so, ist es schwieriger, sprachlich jetzt zurechtzukommen, aber ich würde mich so einschätzen, da gibt es ja so Niveaus. Ich habe mal so einen Test gemacht, bin so auf dem Niveau von B1, B2, wobei diese Tests, das ist ja auch mal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das machst du alles schriftlich, da hast du Zeit, mal zu überlegen, wie wird da was konjugiert, oder die Frage vorher lautet so ähnlich und da kannst du das vergleichen, währenddem du ja, wenn du im Direktbetrieb bist, da musst du sofort die Sprache korrekt sitzen. Und ein Klassiker, der nicht nur mir passiert, sondern vielen Europäern, die Spanisch lernen, weil sie, hier gibt es ein Rio de la Plata Spanisch, das zum Teil völlig andere Konjugationen hat, völlig andere Worte. Und ich habe mal, es ist ja ein Erwachsenenprogramm, ich muss das leider so drastisch sagen, ich habe mal an der Fleischtheke ein Hähnchen gefickt, weil der Begriff, den ich vom spanisch-deutschen Wörterbuch kannte, und es gibt keine uruguayisch-deutschen Wörterbücher oder Rio de la Plata, da gibt es im Spanischen den Begriff nehmen heißt coger, der heißt hier allerdings Geschlechtsverkehr. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte gern dieses Hähnchen, wollte ich sagen, aber ich habe dann mit dem Hähnchen Geschlechtsverkehr haben wollen. Und ich habe dann, da habe ich schon an der Geste gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und später, du warst der beste Kunde von allen an dem Tag. Ja, oder der Außergewöhnlichste. Also so viel zur Sprache. Oder ich zitiere mal hier nur mal kurz vom Fußball, weil wir ja auch gleich um Fußball kommen. Wenn du ja dich nicht auskennst, da versuchst du auch manchmal, ob geschriebenes oder was du gehört hast, so mit Google zu übersetzen. Da hast du immer diese spanische Übersetzung. Und ich lese mal hier nur kurz vor einen kurzen Spielbericht, ein Zitat. Dass die Tasche auf den Halbmond zulief und den Bogenschützen ein olympisches Tor schoss. Und danach nochmal ein Chilene und ein Fahrrad. Er rannte mit gebundenem Ball auf den Halbmond zu. Das sind natürlich alles Spezialbegriffe, die kannst du nicht, also die kannst du schon übersetzen, aber da kommt sowas raus. Die Tasche bedeutet nichts anderes. Das sind die Spieler von Nacional de Montevideo, die hier nur die Bolsos genannt werden, die Taschen. Darauf kam ich ja relativ schnell. Er lief auf den Halbmond zu, macht am Anfang keinen Sinn, jetzt aber. Vor der 16er Linie ist ja ähnlich wie so ein Halbmond nochmal so ein Kreis. Der nennt sich hier Halbmond. Ich weiß gar nicht, wie der bei uns genannt wird, obwohl ich jahrelang Fußball gespielt habe. Also er lief auf den Halbmond zu, war dann später klar, damit ist das gemeint. Oder der Bogenschütze parierte. Bogenschütze, Arquero, sind die Torhüter. Darauf kommst du später, wenn du das halt 10-mal in so einem Spielbericht liest, dass Bogenschützen, wenn du es direkt übersetzt,
Torhüter gemeint ist. Und ein olympisches Tor, damit ist hier gemeint, wenn ein direktes Eckballtor geschossen wird, weil das scheinbar damals 1924 einer zum ersten Mal geschafft, bei der Olympiade eben, geschafft hat, direkt vom Eckball reinzuschossen. Und das heißt hier olympisches Tor. Nicht Manny Kals Tor. Eben nicht, ja. Und so gibt es viele Berichte beim Sport. Oder er machte den Chilenen, damit ist ein Fallrückzieher-Tor gemeint. Oder er machte das Fahrrad, da ist auch ein Fallrückzieher-Tor gemeint. Und man schaut mal, wie so die Tretkurbel bewegt. Und die Chilene deshalb, weil das scheinbar ein chilenischer Spieler in Südamerika zuerst gemacht hat. Ja, erstmal eine kurze Unterbrechung noch. Hier ist übrigens Radio Rheinwelle 92,5, Björn Blahas Welt und Björn Blaha am Mikrofon und aus weiter Ferne nämlich mehr oder weniger zugeschaltet, nee, ist natürlich aufgezeichnet, ein Interview, das ich geführt habe mit dem Jürgen Churden-Giertler. Zum Churden kommen wir nachher noch gleich, denn damit hat es eine Besonderheit. Ich mache nochmal eine kleine musikalische Unterbrechung. Und zwar mit der Band Suarez Jiménez La Raura. Ja, ist so Afro-Uruguayan Rhythms, Candombe aus dem Jahr 2006 und der Titel Ansina. Ja, das war das, was Jürgen Gettler ja eingangs gesagt hatte, diese eintönige Trommelmusik, die quasi dort gespielt wird. Und die haben wir eben gerade gehört im Titel Ansina, ja, diese Candombes. Dann habe ich jetzt hier noch was mitgebracht, und zwar quasi so die uruguayanischen Beatles, könnte man sagen, Los Buitres, die Geier, nennen sie sich, und das Album Historietas und einen Titel Escritor de Novelas. Und ich meine, dass das ein Beatles-Song ist, den sie einfach auf Spanisch oder auf River Plate Spanisch aufgenommen haben. Los Buitres.
Ja, haben Sie es erkannt? Das war Paperback Writer natürlich, Escritor de Novelas von den uruguayanischen Beatles, könnte man sagen, Los Buitres, die Geier. Historietas ist das Album aus dem Jahr 1991 und einen Titel spiele ich noch von Los Buitres, Corazón Vacío. Boing, und da ist es auch schon aus, ganz schnell. Los Buitres waren das mit Corazón Vacío vom Album Historietas aus dem Jahre 1991. Ja, quasi die uruguayanischen Beatles. Ein Stück spiele ich noch, dann geht's weiter mit dem Interview. Ich habe hier noch, war auch ein Tipp vom Jürgen Gertler, die Band Erika Chuvoki. Das Album heißt
Mute oder Mute, ich weiß nicht, ob es Englisch oder Spanisch ist, aus dem Jahr 2019, also relativ neu, ist so Alternative Folk Music. Der Titel heißt Genio Garrafal, Erika Chuvoki. Ja, das war die Band Erika Chuvoki mit dem Titel Genio oder Genio Garrafal vom Album
Mute oder Mute, ich weiß es nicht, aus dem Jahr 2019. Ja, jetzt gehen wir wieder in das Interview mit dem Jürgen Giertler. Weiter geht's. Also so viel zur speziellen Sprache und zu dem, was ich da hier viel lernen muss. Hab mir hier so eine eigene Excel-Datei gebastelt, wo ich zumindest theoretisch dann immer so mal 2 Stunden am Tag. Deutsch-Uruguayisch quasi, Uruguayanisch. Wie sagt man das jetzt eigentlich? Uruguayanisch, Uruguayisch, ja. Uruguayanisch. Uruguayanisch, aber wenn man sich da keinen Zungenbrecher erlauben will, ja, Montevideanisch ist ähnlich, ja. Ja, deswegen kürze ich auch manchmal die Uruguayer wurden in Deutschland immer nur die Urus genannt, was ich nachvollziehen kann. Wie nennen sie sich selbst? Weil die Costa Ricaner sind die Ticos. Wie nennen sich die Uruguayer? Los Uruguayos, aber die Ticos im Fußball ist es die Celeste, die Himmelblauen. Okay. Weil die Trikots dementsprechend himmelblauen sind. Nee, ich meinte, die Costa Ricaner nennen sich selbst, ja, nicht die Nationalmannschaft, sondern die ganze Bevölkerung. Das sind die Ticos. Ja, für die Bevölkerung gibt's hier nichts. Okay, jetzt habe ich, es ist ja geschuldet meinem Alter, Ü60, jetzt habe ich die kurz doch nochmal eine Amnesie gehabt. Was war der zweite Teil der Frage? Der erste war Sprache und der zweite? Der zweite war die Musikszene. Ach ja, die Musikszene. Ich kam in der Musikszene. Ich hab natürlich. Du hattest auch, glaube ich, vor, eine Band zu gründen dort, ne? Einem deiner Montevideos, glaube ich, das passt ja auch sowieso. Sehr gut, Montevideo, mal wieder ein Montevideo gedreht. Sehr schön. Hat jetzt wahrscheinlich bedingt durch Corona wahrscheinlich auch nicht funktioniert, ne? Exakt. Ich wollte tatsächlich im Stadion, nachdem ich da so ein bisschen mal Fuß gefasst habe und ein paar Leute kannte, wollte ich tatsächlich mal fragen, ja, wie sieht's aus? Weil ich das analog mit Planetzer, was ja eine Fußballband war im Mainz 05 Umfeld, so wollte ich das mit Defensor machen. Hat dann auch im Vorfeld schon geguckt, welche Lieder werden da eigentlich so gehört in der Fanszene, welche Bands sind da eigentlich so aktiv oder sind bekannt, werden gemögt. Und dann war das tatsächlich meine Idee, da zu fragen. Das konnte ich erstmal knicken. Ich habe allerdings dann im Hauptquartier, so heißt das tatsächlich, auf der Geschäftsstelle von Defensor ein paar Flyer ausgelegt, nach dem Motto, hier ein alter Deutscher, der noch nicht richtig Spanisch kann und nur ein bisschen Bass spielen kann, der sucht ein paar Mitstreiter für eine Fußballband. Da hat sich bisher einer gemeldet. Entweder möchte ich die Idee jetzt ausdehnen, was ich sehr ungern mache, auf ganz Montevideo, also nicht nur mit Defensor-Fans, sondern mit anderen, um einfach eine größere Rückmeldung tatsächlich zu bekommen. Also das hängt noch in den Seilen. Ich warte vielleicht auch noch, oder ich habe die Hoffnung, dass vielleicht bald dann auch wieder ein paar Zuschauer vielleicht auch zugelassen werden, dass ich da nochmal diesen Verteilermodus mit meinen Flyern mache. Und da hoffe ich, dass ich da was mache. Ansonsten gucke ich zu. Rockmusik wird hier gern gehört. Die sind eigentlich vergleichbar wie in Deutschland. Hier sind unheimlich viele Beatles-Fans. Beatles-Coverband war ich auch in einem Konzert, als das noch möglich war. Was heißt, als das unter Corona-Bedingungen möglich war. Ist zwar nicht ein Konzert, wie man sich das vorstellt, sondern sitzt dann halt auf einem Sitz, dann 3 Sitze, keiner, hinten dran keiner. Und auch erst die Reihe 11 marschiert dann da rein, dann die Reihe 10, die Reihe 9 genauso raus. Und ja, aber okay, zumindest ein bisschen Kultur unterstützt. Ansonsten gibt es hier Bands, die sind sehr populär, sowohl hier als auch in Argentinien. Klar, keine Sprachprobleme, ist dasselbe Dialekt. Die so ein bisschen Ska-Punk spielen, viel mit Bläserbeteiligung. Wenn du in Uruguay was werden willst, musst du eigentlich in Argentinien starten. Weil hier durch 3 Millionen Einwohner, das gilt für alle Künstler, auch die Schriftsteller oder Filmemacher, hier ist ja nichts da an Masse Leute, wo du auch großartig was verkaufen kannst. Dass viele tendieren dazu, in Argentinien zu starten, und wer es dort geschafft hat, der hat es dann automatisch auch hier geschafft. Es gibt ein paar Einzelkünstler, die ein weltweites oder ein größeres Renommee haben. Ansonsten gibt es hier 3-4 Bands, die du sicherlich hier auch auf eine Liste finden wirst oder dann später abspielen wirst, die in ganz Lateinamerika bekannt sind oder punktuell mal Vorband in Deutschland von den ersten waren.
Ich erinnere da zum Beispiel an No Te Va Agustar, ist eine sehr populäre Band und die hat als Vorband vor den Ärzten gespielt, sind aber hier die größten. Hier wiederum sind die Ärzte Vorband von No Te Va Agustar. Was im Übrigen ein sehr schöner Name ist, No Te Va Agustar heißt, wird dir nicht gefallen. Als die sich als Schülerband gegründet haben, haben die verzweifelt einen Bandnamen gesucht und wollten dann zu ihrem Schlagzeuger gehen, gemeinsam, weil sie verschiedene Bandnamen sich ausgedacht haben. Und gesagt, ja, wir fahren heute zum Schlagzeuger und stellen dem vor. Und aber beim Reinkommen hat er gefragt, habt ihr schon einen Bandnamen? Ah, wird dir nicht gefallen. Damit haben die ihre anderen Namen gemeint, und die hat gesagt, das ist ein klasse Name, und da haben sie sich, wird dir nicht gefallen, genannt. Finde ich eine sehr gute Anekdote. Übrigens mit Planets ja auch von denen bei meinem letzten Konzert oder Abschiedskonzert, um es mal so zu nennen, ein Lied von denen gespielt. Also die Musikszene ist hier sehr divers, sehr vielfältig. Sie streiten sich bis jetzt noch mit den Argentiniern, wer den Tango erfunden hat. Da gab es wirklich Rechtsstreit und man musste bald die UN hier einmarschieren. Der erste Tango wurde in Montevideo komponiert, aber Tango ist ansonsten für Europäer oder für Deutsche mit Argentinien besetzt. Aber tatsächlich ist die Tango-Szene hier zu Hause oder war die erste. Da haben sie dementsprechend viel so Tango-Musik oder Tango-Elemente. Sie haben viel, das nennt sich Candombe-Musik, das sind afro-uruguayanische Einflüsse. Das sind die von mir schon erwähnten Trommelrhythmen. Jeden Sonntag um 22 Uhr marschiert in irgendeinem Viertel so eine Candombe-Truppe, so eine Komparsa mit 100 Trommlern und gefühlt 20 Tänzerinnen durch die Straßen nachts um 10 und trommelt da 2 Stunden lang und begleitet wird das von 200-300 Schaulustigen, die mit denen mitmarschieren. Also quasi die Kugelmusik. Kugelmusik, ja, aber ohne Trompeten oder auch mit Trompeten? Nee, sind nur Trommeln und es gibt in so einer Komparsa müssen bestimmte Arten von Trommeln immer vorhanden sein. Die Anzahl ist egal. Die nennen sich eben so groß, klein und Freelancer, sag ich immer, oder Free-Chesser. Und jede Trommel darf nur einen bestimmten, und deswegen wirkt das oft sehr eintönig, jede Trommel darf nur einen bestimmten Rhythmus anschlagen, bis eine Trommel oder eine Art Trommel, die dürfen auch ein bisschen improvisieren. Und deswegen klingt das erstmal, selbst für mich oder für zugereiste Europäer, klingt das so alles gleich. Für die Einheimischen nicht, die sind alle trommelaffin. Da gibt es Wettbewerbe, da werden die besten Komparsas mit Preisen ausgestattet und du hörst dann 3 bis 6 Stunden an Karneval nur Trommelmusik und denkst, doch, das klingt alles gleich, aber nein, und dann gibt es eine Jury, die sagen, nee, die haben den Rhythmus viel besser. Also das ist sehr speziell, das ist aber genau das Ding, wo die hier abfahren. Ja, und genau deswegen unterbreche ich kurz das Interview und wir hören noch einmal in einen Mitschnitt. Ich glaube, den hat sogar der Jürgen Gettler höchstpersönlich aufgenommen, quasi so Candombe-Straßenmusikaufnahme. Wir hören es uns mal an, dann spiele ich noch 2 weitere Titel. Ich überlege mir noch mal, was genau, ich weiß es noch nicht. Also auf jeden Fall von No Te Va Gustar, auf jeden Fall ein Lied und vielleicht noch einen dritten Titel. Das muss ich noch mal schauen. Aber jetzt erstmal seinen Mitschnitt quasi von der Straßenmusik Candombe. Viel Spaß. Ich weiß nicht von wem, ist auch völlig wurscht. Hören Sie einfach mal kurz rein. Ich werde es aber sicher nicht ganz spielen, weil ich glaube, es dauert eine Minute 28. Das mag kurz klingen, aber wenn man nur Getrommel höre, dann geht einem das, glaube ich, irgendwann auf den Keks. Aber hören wir mal rein. Thank you.
Also für mich, der ich ja Schlagzeug spiele, ist das schon echt eine tolle Sache und ich finde es richtig cool und es klang auch jetzt richtig gut. Ich mag auch so schottische Dudelsackkapellen und da ist natürlich die Snare Drum oder überhaupt die Begleitung, die Bass und die Hi-Hat, die gespielt wird, also die Becken, die geschlagen werden durch einen Musiker, die Bassdrum, die Pauke, die durch einen gespielt wird, die Snare Drum sind ja dann manchmal eins, zwei oder drei vielleicht sogar. Also das war schon vom Stil her so etwas, was mir grundsätzlich gefällt, aber natürlich mit Dudelsäcken noch dazu. Ansonsten ist es dann auf die Dauer wahrscheinlich doch ein bisschen eintönig. Naja, egal. Jetzt noch zu der Band, die Jürgen ja angekündigt hatte, quasi die Vorband war von den Ärzten hier in Deutschland, No Te Va Gustar, das wird dir nicht gefallen. Und der Titel, mit dem er sich auch im Fanhaus in Mainz verabschiedet hat nach Uruguay, Te Voy a Llevar, heißt zwei L werden immer wie ein J ausgesprochen, Te Voy a Llevar. Ich gucke gleich nochmal, was es übersetzt heißt. Und zwar, Moment, schnell das Handy gezückt, ich habe es nicht mehr im Kopf. Es heißt, ich werde dich nehmen. Okay, also ich bin sicher, dass das nicht ganz korrekt übersetzt wurde durch das Handy. Wahrscheinlich wieder das River Plate Spanisch. Hören wir uns einfach die Musik an, die klingt eh viel schöner als mein Gebabbel. Viel Spaß mit No Te Va Gustar. Quedamos a festejar. No te lo...
Ja, das war Notte va gustar, die Band, die heißt, das wird dir nicht gefallen, mit Te voy a llevar. Und es hat tatsächlich jemand live mitgehört, nämlich der liebe Jürgen Gettler. Hola Jürgen, er hat mir eben nochmal schnell erklärt, wie es wirklich korrekt ausgesprochen wird. Also zwei L werden wie ein SCH, wie Sch ausgesprochen, also schon mal eine Unterscheidung zum Spanischen. Und Te voy a llevar heißt also, ich werde dich mitnehmen. Also jetzt haben wir es ganz ordentlich übersetzt bekommen. Vielen Dank, muchas gracias nach Montevideo. Jetzt noch einen Titel, dann geht's mit dem Interview gleich weiter. Und zwar vom Ruben Rada. Vom Album Tango, Milonga y Candombe aus dem Jahre 2015. Sein Titel heißt La Casita de Mis Viejos. Und das wiederum heißt übersetzt, wir wollen es ja heute, das Haus meines alten Mannes. Oder das des alten Mannes vielleicht. Hier ist Ruben Rada. Barrio tranquilo de mi ayer, como un triste atardecer, a tu esquina vuelvo viejo, vuelvo más viejo, la vida me ha cambiado y en mi cabeza un poco de plata me ha dejado. Yo fui viajero del dolor y en mi andar de soñador comprendí mi mal de vida. Y cada beso lo borré con una copa en un juego de ilusión, repartí mi corazón. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejo. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Pobre viejita la encontré, enfermita yo le hablé y me miró con unos ojos, con esos ojos nublados por el llanto, como diciéndome por qué tardaste tanto. Ya nunca más he de partir y a tu lado he de sentir el calor de un gran cariño. Solo una madre nos perdona en esta vida, es la única verdad, es mentira lo demás. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejo. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Ja, das war der Ruben Rada mit La Casita de Mis Viejos vom Album Tango, Milonga y Candombe aus dem Jahre 2015. Eine Mischung so aus Tango, und Jürgen Gettler hat ja gesagt, dass der Tango also seinen Ursprung in Uruguay hat. Und der Ruben Rada ist auch, glaube ich, ein ganz Bekannter in Uruguay, also so eine Ikone quasi.
Ja, jetzt geht's weiter mit dem Interview. Ist leider halt immer ein bisschen abrupt, aber das war technisch nicht anders machbar. Von daher weiter geht's mit dem Interview mit dem Jürgen Gettler. Okay. Und auch in den Stadien, als ich noch rein konnte, hast du selbst im Stadion, hast du da deine kleine Abordnung? Das sind zwar Fans, aber die trommeln alle diesen Rhythmus. Also es wird weniger wie in deutschen Stadien mehr so mit gemeinsam so gekrölt in An- und Abführung oder gesungen oder angefeuert, sondern es sind tatsächlich mehr, ja, wir kennen das, sonst kannte ich das nur von Brasilien her, diese Samba oder diese, ist alles sehr, sehr trommelaffin. Okay. Wie kamst du zu deinem Spitznamen? Heißt der Jürgen Gettler, aber du bist der Churden oder Churden, Churden. Ja, Churden, ja, Björn wäre genauso gefährlich hier. Also erstmal alles mit Umlaute. Sie haben zwar ein Wort, das auch mit Umlaut ist, aber nur damit das lautsprachlich anders dargestellt wird. Aber es gibt bei allen Behörden, als ich hier ankam mit Jürgen Gettler. Es gibt kein Ü auf der Tastatur. Ü und J ist sehr schwierig für die auszusprechen. Also Jürgen, so als Laut existiert eigentlich auch gar nicht. Nochmal zurückkommt, bei allen Behörden ist dann die Schwierigkeit, wie sie das Ü darstellen. Und ja, klar, ich kenne mich als ehemaliger ITler aus, dass sie irgendeinen ASCII-Code und dann kannst du das schon rauskitzeln. Das ist aber alles nicht so einfach. Genauso, wenn ich beim südamerikanischen Pendant von Amazon was bestellen will oder digital online und du gibst ein Ü ein und dann wird das nicht akzeptiert. Du musst entweder ein UE draus machen oder nur ein U, wie auch immer. Also kurzum, warum werde ich hier Churden genannt? Ich kam ja zu Defensor und habe mich als Mitglied angemeldet und da kriegst du einen Mitgliedsausweis, das wird dann halt am gleichen Tag gemacht. Ja, füllst da hier so ein Dings aus, Kontonummer, bla bla bla. Und dann hat die auch gesagt, ja, setz dich mal hin, mach mal ein Foto für den Ausweis. Und dann habe ich nur meinen deutschen Ausweis hingelegt. Jürgen, weil das J wird ja hier wie ein Ch ausgesprochen. Und ein Ü danach und ein G nochmal wie ein Ch eigentlich. Jürgen, nein, sag ich Jürgen. Und sie, no, es ist noch bien. Churden ist ab jen. Dann habe ich so für mich gedacht, ja, wolltest ja eh neu anfangen machen. Und dann habe ich einen offiziellen Ausweis, zumindest einen Mitgliedsausweis. Der Defensor. Und da heiße ich dann Churden Gettler. Und im Übrigen, mit der Aussprache, sie sprechen alle englischen Namen ohne, also Sam heißt ja Sam. Oder wenn man nur mal an Fußball denkt, deswegen heißt der Typ James. James Rodriguez, ja, James, ja, also es gibt auch keine englischen Namen, die werden alle so ausgesprochen und ähnlich dann halt kam es uruguayisiert zu quasi. Ja, Uruguay. Ja, aber auch selbst Nachrichtensprecher oder, ja gut, beim amerikanischen Präsidenten, den sprechen sie dann schon mal Joe aus, ja, anstatt Joe oder sonst was. Aber ansonsten wird er gnadenlos, auch alle Künstler, alles was E wäre, wird da mit A ausgesprochen oder vergleichbar, wie es hier geschrieben oder hier geschrieben wird, gesprochen würde. Ja, hast du noch, übrigens, das vielleicht noch als letzte Frage, hast du noch, verfolgst du noch die Entwicklung von Mainz 05? Guckst du dir die Spiele an oder, also sofern das möglich ist, ne, also Telefon und Internet sind ja sicher auch sehr gut oder gut ausgebaut, ne, wie hier bei uns. Aber verfolgst du halt die Spiele von Mainz 05 noch? Hast du da noch den Bezug noch dazu oder sagst du dir, nö, jetzt hier in Uruguay bei Defensor, interessiert es nicht mehr, was Bundesliga angeht? Nee, ich bin ja auch noch nach wie vor bei den Supporters oder wenn man so will, beim Förderverein vom Fanprojekt, was nicht direkt was mit Mainz 05 zu tun hat, aber trotzdem über das Fanprojekt ja die Betreuung von Fans oder andere Maßnahmen anbietet, bin ich eigentlich schon noch da. Hab bis März, als das noch möglich war, hier ist so eine Sportsbar, auch gleich zwei Blöcke von mir entfernt, da war öfters mal möglich, auch Bundesliga zu sehen. Allerdings übertragen sie Bundesliga, wenn überhaupt nur Bayern München. Ansonsten zählt hier als erstes spanischer Fußball, Real Madrid, Barcelona oder irgendwo, wo halt ein Uruguayaner mitspielt und davon gibt es sehr viele. Uruguay hat weltweit mit die prozentual die meisten Auslandsprofis. Die haben über 350 Profis, die im Ausland spielen, vorwiegend eben in Spanien.
die nicht ganz so gut sind, dann halt in Mexiko oder in der nordamerikanischen Liga. Also sie übertragen Real und da das und dann kommt als neuestes oder was noch gut angesehen ist, der englische Fußball. Und da der oft zeitgleich ist mit Bundesliga, fliegt die Bundesliga eigentlich immer hinten raus, es sei denn, das ist wirklich so eine Sportsbar, wo dann fünf unterschiedliche Bildschirme hängen und du fragst, könnt ihr mal übertragen Bundesliga, dann schaltet er die auf, aber meistens ist dann nur Bayern in der Pipeline. Ich habe also live kein Spiel von Mainz 05 gesehen, ich verfolge das immer nur am Online-Ticker. Das heißt also, wenn ich hier bequem aufstehe, samstags um 11 Uhr, dann ist es bei euch ohne Sommerzeit 16 Uhr. Dann kann ich da gepflegt zum Frühstück den Ticker oder das Webradio von der benachbarten Sendeanstalt jenseits des Rheins in Mainz mit drei Buchstaben einschalten. Die höre ich dann. Hab mich allerdings aus dem Kickes-Forum ausgeklingt, weil ich ein bisschen desillusioniert bin, scheinbar wie viele andere in und um Mainz 05, was ich so wahrnehme, von den Fans, die alle so ein bisschen den Hals haben, nicht eigentlich gar nicht so wegen dem Sportlichen, eher das negative Auftreten der Mannschaft oder das Umfeld und das, um es mal so abzukürzen. Und die Fans haben eben keinen Einfluss mehr. Dadurch, dass gerade keiner mehr ins Stadion gehen kann. Ich erinnere mich noch, als die Mannschaft damals auch vor der Kippe zum Abstieg stand und in Ingolstadt vor 2 oder 2,5 Jahren ist dann, als kein Spielführer, kein Manager, kein gar nichts reagiert hat, ist ja da der Vorsänger, der Vinzenz, über den Zaun gestiegen. Jeder hat schon gedacht, haut er den jetzt eine rechts und links über? Nein, der hat die dann schön eingenordet im Kreis und der hat eine Ansprache gehalten, die meines Erachtens dann erst dazu geführt hat, dass damals schon 05 in die zweite Liga abgestiegen ist, weil dann mal die Mannschaft tatsächlich eingenordet wurde, bis hin mit vergleichbaren oder parallelen Ereignissen. Ich erinnere nur daran, dass ja Fans zum Kloppo gefahren sind nach Liverpool, dort eine Videoaufnahme mit dem gemacht hat, die dann wieder im Stadion abgespielt. Und dieser ganze Einfluss, dieser positive Einfluss auf die Spieler oder das Umfeld des Managements, der ist ja nicht mehr da. Du kannst nicht ins Stadion gehen, weder jemand auspfeifen, was ja auch nicht so gang und gäbe bei 05 war, oder eben man als Aktion, als Fanbasis starten. Und ich glaube, das, zumindest ist das bei mir, das ist sehr desillusionierend. Ich bin fast daran zu sagen, oder es ist fast so, ja, ich nehme das Ergebnis wahr und mich würde freuen, wenn sie drin bleiben. Wenn nicht, ist es auch okay, sage ich mittlerweile. Ja, ja. Es geht halt nur darum, wie. Ja, und das deckt sich, glaube ich, mit vielen anderen, die sagen, du kannst absteigen, aber kriegst seit 2, 3 Jahren gesagt, das ist die bestbezahlteste und die beste Mannschaft, die wir je hatten, schon seit 2, und sie kriegen nichts. Sie kriegen nichts gebacken und im Gegenteil, das Verhältnis zu den Fans entzweit sich immer mehr oder anders gesagt, Mainz 05 wird immer mehr zu einem normalen Fußballclub, während wir früher vielfältige Ausnahmen hatten, die uns positiv im ganzen Land bekannt gemacht haben. Daran fehlt es, deswegen werden wir auch, fürchte ich, auf die Dauer gar keine neuen Fans mehr gewinnen. Wer kommt noch jetzt von der anderen Rheinseite oder aus dem Odenwald, wie ein früherer Gitarrist von Branitz, und sagt, ach geil hier die Stimmung, geil hier die Leute, ach geil die Typen, ich bleib da. Ja, oder der Vorsitzende Udo Seifert, der aus Berlin irgendwann mal auf den Bruchweg kam und fand das alles ganz toll und engagiert sich dann da. Diese Leute kommen doch gar nicht mehr. Warum soll ich zu Mainz 05 gehen? Ja, ist nichts mehr da, was die Besonderheit ausmacht. Und dann hilft es halt auch nicht, so wie ich, der mich ja als Fußballfundamentalisten bezeichne, immerhin früher rumkrame. Ich kann das damals besser gefunden haben oder fand es auch besser, aber es nutzt ja nichts an der jetzigen. Naja, hoffen wir, dass es dann vielleicht doch sich langsam zum Besseren entwickelt. Ja, jetzt. Oder eine Sache noch, weil du gesagt hast, wie lange willst du bleiben? Ich habe gesagt, egal wie lange ich bleibe, aber ich komme dann zurück, wenn Mainz 05 im Pokal ein Spiel ist. Das könnte auch
das könnte auch Stand jetzt niemals sein, ja. Aber das war so Nachwuchs bei meinem Junior oder Pokalendspiel in Berlin. Da holst du dir dann nochmal eine Rückkehr. Das ist sehr gut. Damit, das wäre quasi meine abschließende Frage. Schließt du eine Rückkehr nach Deutschland aus? Du hast sie mir dann quasi jetzt beantwortet. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, für die lange Zeit, die du dir genommen hast. War sehr lustig. Hat mich sehr gefreut. Ich danke dir sehr und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, das war das Interview mit dem Jürgen Hurden-Gärtler. Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal. Muchas, muchas gracias nach Montevideo, nach Uruguay, lieber Jürgen, denn du hörst live zu. War sehr, sehr schön. Vielleicht machen wir das einfach irgendwann nochmal, denn vielleicht hat sich bis dahin ja das ein oder andere Montevideo ja nochmal ergeben, dass du gedreht hast und auf deinem ich nenne es mal Internetblog, auf Facebook eingestellt hast. Und ja, so bleiben wir in Kontakt. Hat mich sehr gefreut. Ich spiele jetzt noch ein, zwei Nümmerchen, die vielleicht reinpassen, denn knapp 4 Minuten habe ich noch. Also quasi Musik aus Uruguay. Und was habe ich denn da? Da habe ich zum Beispiel noch von dem Lucas Sugo vom Album Sentimientos Encontrados aus dem Jahr 2014, den Titel Cinco Minutos. Das kann sogar ich übersetzen. 5 Minuten heißt das. Das ist ja fast, passt ja fast auf die Restsendezeit. Ich glaube, damit bleibt's auch bei diesem einen Titel. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Es kann nur besser werden, damit wir dieses 2020 schnellmöglich vergessen und wir dann doch wieder so ein bisschen ein Stück weit zur Normalität zurückkehren können. Bleiben Sie gesund. Wie gesagt, guten Rutsch ins neue Jahr. Machen Sie es gut. Hier ist Björn Blahas Welt. Björn Blaher war am Mikrofon, Radio Rheinwelle 92,5. Bis dann. Tschüss. Cinco minutos y nada más. Cinco minutos y así verás. Mirándome a los ojos que no te mentí. Que mi amor es todo solo para ti. La viola. Toda mi vida fue así, siempre un sentimiento. Lucas, para ti, desarma esas valijas, no cruces esa puerta. Ven y siéntate, escúchame, no tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es. No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal. Dame 5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así verás. Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sos en el mundo mi amor, mi paz. Besarme esas valijas, no te vayas, no. Te pido de rodillas, no me des su adiós. Ay, corazón, sentimiento y pasión para vos. Cada vez más enamorada. No tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es. No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal. Dame 5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así verás. Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti.